Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier bei einem neuen Let's Play mit mir, dem Chrissy, und zwar der Electrician Simulator. Ja, viele von euch wissen es ja, ich komme aus dem Maschinenbau und bin da eigentlich Elektroniker. Und dementsprechend habe ich mich natürlich auf das Spiel auch ein bisschen gefreut, weil ich ja weiß, wie das in der Realität wirklich ist. Und ich bin auch jemand, der auch gerne Sachen repariert, elektrisch repariert, irgendwas auseinanderbaut, auseinanderlötet, guckt, warum geht's nicht mehr und so weiter und so fort. Und das werden wir hier in diesem Spiel auch machen. Wir werden also nicht nur irgendwelche Hausinstallationen machen, sondern auch Geräte reparieren und reinigen. Und ihr werdet sehen, das ist eigentlich ein voll cooles Ding. Und ich liebe das einfach, Dinge, die kaputt sind, wieder hinzubiegen. Und vor kurzem habe ich erst wieder ein Handy-Display repariert. Also ja, das macht schon Spaß. Und wir werden das mal jetzt hier im Spiel ausprobieren. Und Phase L ist die braune Ader. Ja, genau, wir werden es hier ausprobieren und werden mal gucken, was wir hier so treiben können. Willkommen zu Hause, Junge. Ich meine, willkommen in deinem Haus. Du hast es geschafft. Du hast geschafft auszuziehen. Deine Mutter und ich sind überglücklich. Ich persönlich bin sogar noch stolzer, weil du dich entschieden hast, das Erbe deines alten Herrn anzutreten. Ja, das ist fast richtig. Das aufregende Leben eines Elektrikers liegt vor dir. Lass mich kurz daran erinnern, worum es in diesem Beruf geht. In der linken oberen Ecke kannst du deine aktuellen Aufgaben und Aufträge sehen. Es geht mich ja nichts an, aber kannst du bitte den ganzen Schrott aus dem Auto auspacken? Auf diese Weise kannst du das Auftragssystem testen. Naja, dann machen wir das mal. Oben kannst du einen Kompass sehen und kannst du alle wichtigen Gegenstände finden. Alles klar. Hier oben haben wir Kohle. Ruf und Geld. Ja, müssen wir jetzt nicht... Uiuiui, ist das schnell. Eieiei. Ah, okay. Okay, das ist unsere Werkstatt hier. Okay. Sieht ein bisschen geil aus. Hier in so einem Hinterhof hier. Er ist wirklich schnaufen Scheiß hier. Sieht ja aus wie bei mir im Bastelkeller, ey. Naja, nicht ganz, aber fast. So, okay, wir sollen jetzt hier irgendwelche Boxen rausnehmen. Hier ist noch ein Haufen Schrott und so, okay. So, das Auto ist ausgepackt. Geh zu deinem Laptop und wähle... Dann nehmen wir einen Auftrag an, okay. Ei, was haben wir denn hier? Wähle den Firmenlogo-Entwurf. Ah, das finde ich geil. Mit den Steckern hier, das ist eine geile Idee. Firmenname. Wir heißen natürlich Fellpower Elektro GmbH. Ah, das geht nicht. Das reicht nicht. Okay, dann nennen wir das Fell Elektro GmbH. So heißt die Dinger ja in Deutschland. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wir sind, oder wollen wir eine GbR machen? Nein, wir machen eine GmbH. So, Wasseingang. Alles klar? Verstehe ich. Fell Elektro GmbH, sehr schön. Ach, guck mal, da kommt schon der erste Auftrag rein. Elektrikerschule. Eine deiner grundlegendsten Aufgaben ist das Auswechseln von Glühbirnen. Na klar, ist klar. Aber obwohl, das stimmt, in meiner Ausbildung, ich habe ja damals bei der Bahn gelernt, da habe ich das auch gemacht, am Bahnhof in Magdeburg, ja. Musste ich auch immer Glühbirnen wechseln. Also, eigentlich nicht Glühbirnen, sondern, ja, wie sagt man? Leuchtstoffröhren, ja. Damals gab es ja noch Leuchtstoffröhren. Das machen die Kunden wirklich nicht gerne selbst. Und das Apparieren von Schaltern. Heute bekommst du ein Zertifikat, das dich dazu berechtigt, diese Aufgaben auszuführen. Vergiss noch nicht, die Sicherung auszuschalten, bevor du mit den elektrischen Arbeiten beginnst. Jo, okay, machen wir. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. So, und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Okay, setz die VR-Brille auf. Aber bevor ich die VR-Brille aufsetze, mache ich mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser. Es geht mir ein bisschen auf den Sack, dass die so laut ist. Wie setze ich denn die VR-Brille auf? Achso, da. Achso, das sind VR-Training. Okay, na das ist natürlich auch geil, ja, dass man heutzutage... Glühbirnen und Schalter. Eine deiner grundlegendsten Aufgaben ist das Auswechseln von Glühbirnen und das... Ja, ist klar. So. Was haben wir? Hier haben wir Glühbirnen, hier haben wir ein Dings. Okay, den nehmen wir mal. Und eine Glühbirne natürlich, ist ja klar. So, jetzt machen wir natürlich erstmal den Strom aus. Ja, das weiß ich. Ist okay. Jetzt machen wir hier mal... wir können natürlich hier entweder die einzelne Sicherung ausmachen oder wir machen gleich ein FI raus. Man kann natürlich ein FI rausmachen. Geht schneller, ja, weil dann ist sowieso alles dahinter tot. Der FI ist ein Fehlerstromschutzschalter. Der sorgt quasi dafür, dass wenn ihr hier eine Steckdose fassen würdet, dass der dann rausgeht. Ja, warum der genau rausgeht, brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden. Kommt alles noch, aber ja. Das wird so gehen. So,
muss ich jetzt hier auseinander machen, die Lampe? Oh, was ist das denn? Erweiterte Ansicht, okay. Okay, 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 alles klar, da haben wir sie schon mal. Hammer. Drücke, um den Interaktionsmodus zu aktivieren. Aha. So, eine Glühbirne haben wir schon gewechselt. Okay. Ach, da ist ja schon eine drin. Wie, das war's dann schon? Okay. Naja gut, wenn die geht, dann ist okay. So, gucken wir hier nochmal rein. Ob die auch in Ordnung ist. Oh, die ist rot. Die ist ja lustig. Ja, aber die scheint in Ordnung zu sein. Und wir gucken da mal rein. Das ist eine blaue. Boah, die ist auch in Ordnung. Sieht zumindest so aus. So, okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier noch die Schalter überprüfen sollen. Was ist denn jetzt mit meinen Dings los hier? Ups, mein Mikrofon war gerade gemutet. Okay, dann gucken wir uns mal den Schalter an. Ja, ja, wir haben ja, ist okay, wir haben Strom ausgemacht. Wir sind ja Elektriker, wir sind ja Meister hier sozusagen. Okay. Dann gucken wir mal rein hier, was mit dem Schalter nicht in Ordnung ist. Ach, der ist gar nicht angeschlossen. Na, das ist natürlich schlecht. So, da haben wir natürlich meistens eine Phase, wo der Strom herkommt. L1. Hier fehlen natürlich jetzt noch zwei Strippen, weil normalerweise wäre jetzt hier N noch mit dran und PE, aber ist egal. Und das geht zur Lampe. Und da sehen wir ja hier schon Schalter. Geht es einmal rein, einmal raus. Das heißt, wir werden jetzt mal hier eine Schraube mal lösen und hier oben auch mal eine lösen. Und dann schnappen wir uns jetzt mal die Strippe hier und schließen die mal da an. Und dann nehmen wir natürlich die Lampe, das Lampenkabel. Ja, na komm, gib mir doch mal das Lampenkabel. Ja, alles klar. Machen natürlich auch fest, gibt es heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ja, heutzutage wird eigentlich das meiste tatsächlich gesteckt bloß noch, ja. Also wird selten noch geschraubt. So, haben wir. Und jetzt sollen wir noch einen Doppelschalter reparieren. Das wäre ja dann der hier. Gucken wir da mal rein. Ja, ist okay. Das sind ja wirklich die einfachsten Strippenaufgaben. Eieiei, na hier ist ja schon mal irgendwas gar nicht in Ordnung. Das ist schon verkehrt angeschlossen hier. Weil der Strom kommt immer von da und wird dann verteilt. Das ist die eine Seite vom Schalter und das ist die andere Seite vom Schalter. Ja, also von daher. So, okay, dann machen wir erstmal hier Strom ran. Und zwar da. Und dann lösen wir mal hier oben noch die beiden Schrauben. Das ist immer eine Seite, ist der linke Schalter, andere Seite ist der andere Schalter. Und da haben wir ja jetzt hier entsprechende Lampen. Okay, da sagt er mir, das wäre nicht in Ordnung. Mhm, okay. Das ist ja lustig. Weil normalerweise sind die ja so. Ne? Aber wie gesagt, wir können da mal gucken, wie das Spiel das eben haben will. Weil normalerweise könnte man das so tatsächlich machen. Ja, er will es auf der rechten Seite haben. Ah ja, das ist... Normalerweise sind hier unten immer... sind hier immer die Phasen drauf. Also ist egal, auf welcher Seite du denn drauf machst und oben hast du dann den Schaltkontakt. Aber, wie gesagt, das ist jetzt hier anders. Okay. Schalt die Lampen ein. Naja, dann machen wir erstmal den Strom wieder an. Eieiei, hier muss ich gerade mal ein bisschen husten hier. So, Strom haben wir an. Die Lampe geht schon mal. Die Lampe geht auch. Geht auch. Sehr schön. Haben wir repariert. War easy peasy. Muss man einfach mal so sagen. So. VR verlassen. Wie verlasse ich denn die VR? Äh,
aus der Tür rausgehen wahrscheinlich. Ja. Okay. Gut, das war jetzt eine einfache Sache. Jo. Das war easy. 30.09.22. Reparieren Doppelschalter. Schalt die Lampen ein, Alter, Falter. Da kriegen wir aber ordentlich Dings. Ach, nach Zeit geht's auch noch. Eieieiei, na, dem Tau, ey. So, neues Level erreicht. Sehr schön. Achso, wir haben eine neue E-Mail wahrscheinlich. Oh, Besteuerungsbatterie ist tot. Ja, das können wir auch mal machen. Hier von so einem Joy-Con, den mal reparieren hier. Jo, können wir eigentlich mal machen. Akzeptieren wir mal. Dunkelheit im Badezimmer. Sehr schön. Okay. Wollte das Licht über dem Badezimmerspiegel anmachen und nichts ist passiert. Ich bin kein junger Hüpfer mehr und das Rasieren im Dunkeln wäre selbst für einen Mann in seiner Blütezeit schwierig. Ich hoffe, die Reparatur des Lichtschalters ist kein Problem. Ich bin nicht sehr reich und kann nicht viel für diesen Auftrag bieten, aber ich hoffe, du kannst mir trotzdem helfen. Naja, klar. Wir helfen dir. Ist ja kein Problem. Achso, vorgeschlagene Artikel. Ja, genau. Das ist wieder so ein Thema. Hier haben wir jetzt... Ah, hier ist der Shop. Ah! Oh, das ist ja geil. Gibt es hier empfohlene Artikel? Nein, hier gibt es keine empfohlene. Aber hier gibt es empfohlene Artikel. Okay. Kreuzschutzschraubendreher. Muss ich den jetzt jedes Mal kaufen oder was? Hm. Okay. Ja. Kaufen wir. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ist ein. Hier ist der Joy-Con, genau. Den müssen wir als erstes erstmal reparieren. Und was ist denn jetzt hier? Warum geht's nicht? Ach so, müssen wir es machen. Alles klar. Ja. Das probieren wir so aus. Okay. Ach, da müssen wir jetzt erstmal noch was kaufen. Ja, müssen wir erstmal hier die Dings sauber machen hier. Naja. Nein. Wir nehmen den. Ach, das ist ein Lötkolben. Ach du Scheiße. Okay. Müssen wir erstmal unsere Werkzeuge kaufen. Ich hoffe, die kaufen wir nicht 25 Mal, sondern nur einmal. So. Okay. Okay, da ist die Batterie kaputt wahrscheinlich. Ich glaube, das war das Problem, dass hier die Batterie kaputt ist. So, gucken wir mal. Hier ist alles in Ordnung. Batterie überprüfen. Die ist kaputt, alles klar. Okay, dann müssen wir die ersetzen. Für 6 Euro. So, alles klar. So, wie können wir jetzt den Modus wieder ändern? Hier ist ja alles in Ordnung jetzt scheinbar. Ja, wir haben ja alles überprüft. Okay, geht los. Batterie wieder dran. Kabel wieder rein. Sauber machen brauchen wir es jetzt nicht mehr. Das war soweit in Ordnung. So, dann können wir mal testen, ob der geht. Geht wieder. Sehr schön. So, Gegenstand senden. Artikel zurückschicken. Alles klar, haben wir geschafft. Supi. So, können wir die Tür wieder zumachen. So. Wir müssen jetzt das Büro verlassen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das hier mit dem Auto machen müssen. Ey, das war aber laut, das Auto. So, worum geht's denn hier? Prüfe die Lampen, prüfe die Glühbirnen. Warte mal, hier ging's ums Badezimmer, oder? Daily News. Okay, wir gehen mal gucken. Die Tür ist geschlossen. Alles klar, die ist geschlossen. Hier sind die Tür, alles klar. Okay, hier geht irgendwas nicht. Wollen wir mal gucken. Okay, hier geht also irgendwas mit der Lampe nicht. Okay. Badezimmer. Gut, jetzt müssen wir erstmal einen Stromkasten finden. Da ist der Stromkasten. Machen wir wieder ein FI aus. War das der FI? Ja, das war der FI.
Würde man normalerweise nicht machen. Normalerweise würde man nur jetzt den Badezimmerkreis totlegen, weil wenn man jetzt NFI rausschmeißt hier im Haus, dann würden auch die Kühlschränke alle ausgehen und das will man ja eigentlich nicht. Deswegen, ja, wir gucken mal, ob wir hier Einzelsicherung haben. Ja, haben wir, aber hier steht nicht, wofür die sind. Das ist schlecht. Okay. So, wir können als allererstes erstmal die Lampe angucken, ja, weil wir sollten eine Glühlampe kaufen, also gehe ich von aus, dass die kaputt ist. Ja, die sieht kaputt aus. So, haben wir. Also was heißt, die sieht kaputt aus? Ja, aber wir wussten ja schon, dass sie kaputt ist. Ja, das wäre jetzt erstmal Schritt Nummer 1. Und jetzt können wir erstmal den Lichtschalter nochmal angucken. Würde man jetzt auch nicht machen, normalerweise, weil eigentlich, wenn die Glühbirne kaputt ist, macht man Strom wieder an, guckt drin. Entweder geht's dann oder nicht. Ja, naja, gut, hier geht wieder nichts mehr. Okay. Naja. Weil normalerweise, wie gesagt, sind die Schalter, also wenn, dann sind die Schalter kaputt. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier hinter irgendwelche Kabel verschmort sind. Das passiert auch manchmal. Ja, das sieht doch gut aus, würde ich sagen. Dann machen wir mal Strom wieder an und gucken wir mal. Gucken wir mal, ob es nicht geht. Funktioniert. Klar, man könnte jetzt die Steckdose hier noch überprüfen, ja, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Unser Auftrag ist fertig. So, ja, na, das sieht doch gut aus. Dunkelheit im Badezimmer, Auftrag erledigt. Ja, sehr schön. Können wir das irgendwie verschnellern? Ja, können wir mit Enter. Gut. Du hast ein neues Level erreicht. Sehr schön. Deine nächste Aufgabe ist der Umgang. Gucken wir hier rein, was hier los ist. Achso, Steckdosen. Ach, guck mal, hier gibt es einen Spannungstester dann. Ausverkauf. Aha, können wir den Spannungstester kaufen? Für 8 Dollar. Komm, den kaufen wir mal. Ja, ja, komm, kauf mal. Ja, nicht gut. Den kaufen wir mal. So, jetzt haben wir nämlich einen neuen Spannungsprüfer. Yeah! So, okay, wir gucken mal, was wir als nächsten Auftrag haben. Wir machen mal das mit den Steckdosen. Ich gehe mal davon aus, dass das wieder hier in der VR passieren soll. Schätze ich mal. Ja, genau. So, dann machen wir hier natürlich wieder Strom aus. Wir machen mal diesmal alle aus, weil es sieht zwar so aus, als wäre der FI hier irgendwie mit dran, aber wir machen jetzt mal alle aus. Wir gucken uns jetzt mal alle Steckdosen an. Ach, guck mal, jetzt habe ich gar kein Werkzeug mit denen um. Wieso eigentlich? Wieso muss ich eigentlich immer Werkzeug kaufen? Ich habe doch gerade Werkzeug gekauft. Verstehe ich nicht. Ich habe doch die ganze Zeit Werkzeug gekauft. Ach so, Auftrag erledigt. Ja, das machen wir gleich, machen wir gleich. Wieso, hier habe ich doch Werkzeug. Hä? Verstehe ich nicht. Okay. Jetzt die VR-Brille auf. Verstehe ich nicht. Warum hatte ich denn jetzt gerade kein Werkzeug in der Hand? Ach, na, weil das hier liegt, ey. Ach, komm, hör doch auf. Na gut, okay, ist klar. So, wir machen jetzt mal hier Strom aus. Und jetzt gucken wir uns hier alles einzeln an. Obwohl, wir können ja mal was anderes machen. Wir können ja mal das machen, was man eigentlich machen würde. Wir können mal prüfen. So, ja, was sehen wir jetzt hier? Ach komm. Wir vergessen es mal, ja. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hört, dann liegt das daran, dass mein 3D-Drucker gerade druckt. Okay. Das ist schon mal verkehrt angeschlossen. Weil in der Mitte muss der PE muss in der Mitte.
So, das ist der Schutzleiter, der muss in der Mitte. Und die Phase, naja gut, das kommt immer drauf an. Ja, die wollen sie wahrscheinlich nach links haben. Ja. Es kommt immer drauf an, wie derjenige, der es macht, wie der das anschließt. Also der PE muss auf jeden Fall in der Mitte, das ist ja hier der Schutzleiter, ne? Und ob die Phase jetzt links oder rechts ist, spielt eigentlich keine Rolle, weil es ja im Prinzip Wechselstrom ist, aber es gibt halt Leute, die dann sagen, beim Bau von Häusern und so weiter, dass wir die Phase immer nach rechts machen oder die Phase immer nach links machen, ja, das kommt halt immer drauf an. Ja, das entscheidet dann der Chef, sage ich mal, da gibt es kein Gesetz. Ja, hier ist natürlich auch schon alles tot. Sehr schön, sehr schön. Wie gesagt, dieses im Hintergrund ist mein 3D-Drucker. Nicht wundern. Alles klar. Ja, das will er da nicht hinhaben. Okay. Das will er da auch nicht hinhaben, alles klar. Dann will er es nach außen haben. Wie gesagt, PE immer in der Mitte. Das merkt man dann auch ganz schnell, wenn man da irgendwas reinsteckt, weil es dann meistens nicht funktioniert. Oder es dann knallt. Alles klar. Die Lampe. Das ist schon ein bisschen geil. Das macht schon ein bisschen Spaß. So, Hammer. So, wenn wir uns die auch noch angucken hier. Wenn wir schon mal dabei sind, dann gucken wir uns die auch noch an. Dann ist die bestimmt auch kaputt. Naja, es ist halt virtuelle Realität, ne? Na, die sieht gut aus. Die ist okay. Die ist okay. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal hier die Steckdose rein. Ja. Was? Ja, ja, ist okay. So, und jetzt den hier noch. Hammer. Angeschaltet ist es. Okay, alles klar. Dann machen wir mal Strom an. Huch. Oh, alles klar, läuft. Fernseher geht, Licht geht. Wir haben Propeller noch anschalten hier. Geht auch. Teste die einzelnen Steckdosen. Achso, ja, na gut, wir können ja hier nochmal reingucken. Sieht gut aus. Klar, sieht gut aus. Jo, sieht auch gut aus. Funktioniert. Alles klar, bauen wir ab. Okay. War jetzt nicht so kompliziert. Fell Elektro GmbH, Zertifikat, Placing Electrical Objects. Na, der Mantau, ey. Sehr schön. Haben wir gut gemacht. Kriegen wir ein Bienchen? Können wir ausmalen. Was passiert eigentlich mit diesen alten Lampen hier? Haben wir irgendwo einen Mülleimer? Das ist ein Mülleimer. Können wir die da reintun? Können wir nicht reintun. Schade. Na egal. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Wenn ihr Bock habt, können wir weiter ein bisschen hier Elektrosachen reparieren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüss. Euer Chris.